Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play OpenSource hier mit der Mod Main und Texas und Brandenburg. So. Genau. Darlehen tilgen. Was sonst im Alltag von Brandenburg? Und jetzt waren es nur noch 13 Kredite. Ah, naja, 27. Sagen wir mal so, es sinkt langsam. Wow. Das klingt nach einem guten Angebot. Ist ja gut. Wie viel sind es denn noch an der Summe? Naja, ein paar noch. Endlich. Weil jetzt wird nicht mehr immer mehr die Inflation erhöht. Autsch. Warum das?
Und viele sind es nicht mehr. Ich möchte endlich diese blöden Darlehen weg haben. Okay, gleich habe ich sie abgezahlt. Boah, das war mal wieder Einnahmen. Hier. So, nur noch ein Kredit, nur noch ein Kredit und dann habe ich die ja nicht hinter mir. Ja, versuche ich lieber nicht. Da habe ich was Wichtiges vergessen. Weißt du was? Selbst wenn ich sie aus dem Bündnissystem rausgeholt habe, die kriege ich nicht weg.
So, und schon ist die Armee wieder finanzierbar. Gut. Dann können wir mir erstes um die Armee. Ja, machen wir es mal so. Was für Konflikte haben die Karte? Ach du meine Güte. Bisschen große. Mann, da möchte man einmal seinen Frieden, dann kommt sowas. Du bist jetzt schon überrannt. Gegen wen kämpfe ich jetzt? So, an sich nur gegen Preußen. Ja, mit den Verhandeln? Ja, witzigerweise kann ich mit den Verhandeln. Okay. Das hat gewisse Vorteile. Wir greifen mal dort an. Oh. Muss das jetzt sein? Gerade jetzt jemand erklären? Die Belagerung verloren.
Oh nee. Nicht, dass ich das noch überwinden kann. Los, ihr dazu. Sag mal. Hey, irgendwas falsch. Ich glaube, meine Disziplin ist zu niedrig. Das Holland. In gewisser Weise nützt mir Magdeburg nicht viel. Oh, ich habe wohl vergessen mit... Ja, das Problem ist ja ziemlich... Und dann wäre es protestantisch. Super.
verstehe überhaupt nicht, wie mein Herr so versagt hat. Oder versagen tut. Ist ja keine andere Wahl. Was mich weiter zerreißt. Bis 44. Okay, es läuft bald ab. Machen wir meine Armee billiger. Na, diese sind große Darlehen. Oh Mann. Oh, die sind wieder verbündet Preußen. Okay, es war irgendwie klar. Was jetzt so oder so nicht funktionieren. Ich wünschte nur, in dieser Kampagne hätte ich früher erobert. Das hätte viel meiner Probleme gelöst. Toll.
Er ist im protestantisch geworden. Dänemark zerfällt nicht, das ist einfach das Problem auch für mich. Nein, endlich. Regentschaftsrat. Ich habe es nicht so gefühlt, dass ich noch stark expandieren werde. Andere Schwachstellen. Lüneburg ist weiter protestantisch. Aber nicht Sachsen. Beste daraus machen und schauen, dass ich die angreifen kann. Vorerst bleibt mir nichts anderes übrig. Auf Wittenberg bitte. Und dann Anhalt. Wir sind hier nur mit Lüneburg verbündet. Ach verdammt, auch protestantisch. Ach, die haben auch ihre Verbündeten. Ja, jetzt bei 30 Minuten. Es war jetzt wirklich nicht der erfolgreiche Part. Leider den fetten Krieg, den Polen hatte. Versucht ihnen zu helfen, was schief ging, und jetzt haben sich wieder Preußen und Dänemark verbündet. Wobei, das hätte mir auch nichts geholfen, weil das ist ja verteidigt, das habe ich vergessen, das verteidigt das protestantische Glauben. Echt schwierig. Weiß nicht. Naja, wie es weitergeht, sehen wir nächstes Mal.